Meine Zukunft ist es mir wichtig, unabhängig von äußeren Faktoren zu sein, unabhängig Entscheidungen treffen zu können, unabhängig vom Geld zu sein, meine eigenen Entscheidungen in die Richtung treffen zu können und mir später mal einen gewissen Standard erlauben zu können. Die Ängste sind so ein bisschen, dass man halt nicht weiß, was die Zukunft bringt. Aber ich glaube, dass es geht immer weiter. Also ich habe nicht große Ängste. Und wünsche mir, den Platz zu finden, an dem ich mich wohlfühle. Meine Ängste gehen dahin, dass ich Bedenken habe, dass es vielleicht in der Zukunft in unserer Gesellschaft mehr innere Konflikte geben könnte, dadurch, dass ja, das soziale Gefüge sich negativ entwickelt und mehr Armut entsteht und so bestimmte oder einige Teile der Bevölkerung vermeintlich perspektivlos sich fühlen könnten, was meiner Meinung nach aber nicht wirklich so ist. Es gibt für jeden eine Perspektive, man muss sie bloß erkennen. Meine Wünsche sind, dass wir offener miteinander umgehen, dass wir auch mehr Akzeptanz bringen. Ängste sehe ich darin, dass wir nicht schauen, was die Zukunft, wir leben im Jetzt und schauen nicht weiter in die Zukunft. Für die berufliche Zukunft wünsche ich mir vor allem Selbstbestimmung, also dass ich selbst entscheiden kann, dass ich die Mittel habe, zu wohnen, wo ich möchte, zu einem Unternehmen zu gehen, beim Unternehmen zu arbeiten, bei dem ich möchte. Also dass ich so eine Ausbildung habe und so einen Wert sozusagen, dass ich wirklich selbst entscheiden kann, was ich machen möchte und wo ich es machen möchte. Über diese Frage habe ich mir auch schon oft Gedanken gemacht und ich finde es halt irgendwie schwierig, pauschal zu beurteilen, weil ja ein Studium nicht auf einen spezifischen Beruf vorbereitet wie jetzt eine Ausbildung. Deshalb kann ja ein Studium eigentlich nie allen gerecht werden. Und gerade ich bin jetzt auch, also ich habe jetzt International Fashion Retail studiert, eigentlich sollte ich ja in ein Modeunternehmen gehen, bin jetzt aber zum Beispiel in einem IT-Unternehmen, das Informatiksysteme für Modeunternehmen herstellt. Also das heißt, es gibt ja auch eine große Bandbreite und das ist ja auch gut so. Und ich finde, fachlich ist auch eine Sache, dass es heutzutage ja auch echt schnell veraltet Wissen und sich viel schnell entwickelt, sodass es da wahrscheinlich vielleicht in 10 Jahren eh nicht mehr relevant ist, was ich damals über irgendwie RFID oder irgendwelche Systeme gelernt habe. Ich bin der Meinung, dass ich im Studium sehr gut auf meinen Alltag, Arbeitsalltag vorbereitet werde. Und soweit ich das beurteilen kann, ist auch alles Fachliche, gerade im Informatikbereich, dabei, was wichtig für einen Informatiker ist. Was so das wissenschaftliche Arbeiten angeht oder Argumentieren, Allgemeinwissen, Kontakt zu Menschen, all diese sozialen Werte auch, die sind unheimlich wichtig im journalistischen Beruf. Im Praktikum merke ich eben dann, dass eben die Kenntnisse doch noch nicht da ist, weil man eben noch nicht so viel geübt hat oder weil man es erst einmal gehört hat. Und ich finde, da sollte man eben noch mehr versuchen, quasi die Theorie auf die Praxis zuzuschneiden und vielleicht auch einfach noch mehr Angebote zu geben, auch gerade von der Hochschule, dass man vielleicht mal einen Schnupperkurs in einer Firma macht oder das versucht, noch irgendwie mehr auf die Berufswelt anzupassen, dass man da noch die besseren Möglichkeiten hat und noch besser vorbereitet ist. Also ich habe das Gefühl, ich werde doch relativ gut vorbereitet. Ich glaube, auf den Beruf Pastor, den ich ja irgendwie vorhab, kann man nicht wirklich vorbereitet werden, den muss man irgendwie erfahren. Also von dem her, ich erfahre hier ziemlich viel und deswegen werde ich auch gut vorbereitet. Man hat in dem Beruf so viel mit dem Leben an sich zu tun und da muss man einfach auch schauen, was kommt. Ich glaube, das kann einen manchmal treffen, egal wie gut man sich vorbereitet. Und man muss sich auch einfach davon mitnehmen lassen. Also insbesondere durch mein Studium fühle ich mich wirklich sehr gut vorbereitet. Die ESB ist ja bekannt dafür, Studierenden die Möglichkeit zu bieten, sich nicht nur während des Studiums im Studium zu engagieren, sondern auch außerhalb in diversen Ressorts, in sozialen Engagements sich zu vereinigen sozusagen. Und ich denke auch mit den anderen Studiengängen sieht es so aus, dass man da hier überall ganz gute Chancen hat.
Ja, es ist mir wichtig. Ich arbeite auch in einer Menschenrechtsorganisation hier in Reutlingen seit einigen Jahren mit. Ich bin auch erst im Laufe der Zeit dazu gekommen, dass ich mich aktiver betätigen muss. Ich bin selber in einer Diktatur aufgewachsen und dort ist man zur Passivität erzogen worden. Und ich habe dann später erkannt, dass das für mich nicht der richtige Weg ist. Ich finde soziales Engagement sehr wichtig, weil wir sollen auch weitergeben, auch wie wir selber behandelt werden wollen. Und vielleicht auch manchen Leuten, gerade Asylbewerbern, einen Start geben. Wir hatten es vielleicht einfacher, sie etwas schwerer. Und so kann man sich ja gegenseitig helfen. Und momentan habe ich das Ethikum an der Hochschule Reutlingen und engagiere mich auch etwas, gerade bei Asylbewerbern. Ja, also ich denke, das gehört auch zu meinem Studium dazu. Deswegen fühle ich mich auch gut vorbereitet, weil ich denke, wenn ich nicht, also ich arbeite bei Jugendaktionstagen, das sind so Freizeiten und mache immer wieder Jugendarbeit, Gruppen, Stunden, Vorträge, irgendwie sowas. Und das finde ich auch total wichtig. Also das gehört zu meinem kirchlichen und auch menschlichen Auftrag irgendwie dazu. Wir von Oikos haben jetzt, seitdem wir das vor 3 Jahren gegründet haben, sehr viel positive Rückmeldungen bekommen und auch Unterstützung von verschiedensten Seiten. Also wirklich, aber das musste auch wachsen natürlich mit der Zeit. Man muss sich erstmal zurechtfinden, Kontakte knüpfen zu Professoren, aber auch zu Hochschulmitarbeitern, die uns bei Veranstaltungen unterstützen. Klar, und das Thema ist ja auch Nachhaltigkeit von Oikos. Das heißt, es ist ja auch gerade, finde ich, mehr Akzeptanz und gerade auch in der Forschung ein großes Thema. Das hat es wahrscheinlich auch bedingt, dass wir da Unterstützung erfahren haben. Das ist leider von meiner Fakultät, muss ich sagen, kam nicht so viel Unterstützung. Das kommt aber auch darauf an, wie manche Professoren Leistung beurteilen. Also manchmal muss Leistung benotet sein anscheinend. Und das ist halt eine sehr enge Sichtweise, finde ich, von Leistung gerade, was man da eigentlich lernt durch dieses Engagement. Aber nun gut, wir tun es ja auch nicht für die Professoren, sondern eigentlich für die Studierenden und für uns selbst und für die Gesellschaft. Ich arbeite im Kinder- und Jugendbereich mit, bei der evangelisch-methodistischen Kirche. Und ich glaube, dass ich durch die Hochschule dadurch unterstützt werde. Gerade durch den Stundenplan, der sich vor allem auf den Anfang der Woche konzentriert, kann man im zweiten Teil der Woche vermehrt Sitzungen wahrnehmen oder auch mal eine weitere Reise betätigen für so eine Sitzung. Und ich glaube auch, dass mein Studium dadurch profitieren kann, dass ich mich sozial engagiere, dadurch, dass ich eben auch den Kontakt zu der Basis halte, wenn ich mich zum Beispiel gerade mit hohen theologischen Fragestellungen auseinandersetze. Ich werde vermutlich einen Pastor auf Probe machen, das heißt so eine Probezeit für meine Zeit, die später dann kommt. Und ich freue mich darauf, weil das auch der praktische Dienst ist, für den man vorbereitet wird. Ich habe vor allem Angst, dass das Prinzip, was bei uns in der Kirche so ist, dass man überall hin versetzt werden kann, dass es nicht so gut mit meiner Familie vereinbar ist, die ich dann hoffentlich habe. Also meine Freundin will ich nicht zumuten, dass sie immer dann mitgehen muss, wo ich halt hingehe, weil sie hat sich das nicht ausgesucht, sondern nur mich. Also inwiefern das miteinander einhängt, weiß ich nicht. Und davor habe ich ein bisschen Angst, aber sonst freue ich mich sehr drauf. Ja, die Ängste, die haben ja wiederum damit zu tun, dass wenn ich dann wirklich ins Leben einsteige und es sich nicht so ergibt, dass ich Engagements bekomme für, ich weiß auch noch nicht, ob ich selbstständige Journalistin sein werde oder wirklich ein gebundenes Arbeitsverhältnis haben werde. Also von daher werde ich dann, wenn es dann drankommt, dann werde ich wahrscheinlich Ängste haben oder keine Ängste haben. Ja, zuerst geht es jetzt mit dem Studium an einer anderen Universität weiter. Deshalb ist das nach dem Studium noch nicht so ein großes Thema für mich. Ich möchte nach dem Studium Pastorin werden. Und ich glaube, meine größten Ängste sind oder ist der Druck, der immer mehr auf solche Pastoren zukommt. Die Kirche verändert sich stark und das merken die Kirchenglieder, aber auch die Pastoren. Und es wird oft von den Pastoren erwartet, immer in allem dieser Veränderung dann auch angemessen darauf reagieren zu können. Und das können die Pastoren alleine nicht.
Und das muss auch den Kirchengliedern immer wieder klar gemacht werden. Der erste Wunsch wäre Gerechtigkeit. Für die ganze Welt. Und die anderen zwei würde ich mir dann aufsparen und schauen, ob man noch etwas ändern muss, denn auch. Für die Gesellschaft wünsche ich mir eben vor allem, dass sich die Arbeitswelt ein bisschen entschleunigt und dass eben nicht immer nur auf den größtmöglichen Profit und das größtmögliche Wachstum geschaut wird, sondern dass eben wieder mehr der Mensch an sich und die Person an sich im Mittelpunkt steht und dass eben auch wieder mehr in die Person einfach investiert wird. Weil ich finde, es ist einfach so, dass wenn man zum Beispiel nach dem Studium frisch fertig ist, es ist eine utopische Vorstellung von manchen Arbeitgebern, dass man eben schon mehrere Jahre Auslandserfahrung hat oder mehrere Jahre Projekterfahrung hat. Und da finde ich einfach, das sollte sich ein bisschen entschleunigen und einfach auch ein bisschen entspannter werden. Man sollte auch einfach ein bisschen Zeit in die Menschen investieren, weil schließlich sind wir alle nur Menschen und deswegen sollte man auch eben darauf quasi Wert legen. Ich wünsche mir für meine persönliche Zukunft, dass ich immer auch auf Veränderungen in der Gesellschaft angemessen reagieren kann und auch meine Kirchgemeinde darin unterstützen kann, immer wieder aktiv auch zu werden in der heutigen Zeit. Eine offene Gesellschaft mit Akzeptanz und Toleranz, in der es egal ist, was für einen Namen ich habe, woher ich komme, was für eine Sexualität ich habe, was für ein Geschlecht ich habe, dass man einfach nur nach dem Individuum beurteilt wird und nicht nach irgendwelchen äußeren Faktoren. Mein zweiter Wunsch ist auf jeden Fall offener Zugang zu Bildung, dass jeder die Möglichkeit hat, der sich weiterbilden möchte, der sich bilden möchte, das auch einfach machen kann. Also dass jeder die Möglichkeit hat, ein Studium zu machen, ein Thema weiter zu vertiefen, wofür er sich wirklich interessiert und wo er auch Talent drin hat. Und als dritter Punkt ist, ich wünsche mir eigentlich eine konfliktfreie Zukunft zwischen den Ländern vor allem auch. Einfach weil ich finde es wichtig, andere Kulturen kennenzulernen und ich finde es wichtig, dass wir auch die Möglichkeit haben, in andere Länder zu gehen und dass auch Menschen von anderen Ländern zu uns kommen. Und das finde ich nicht gut, wie jetzt gerade wieder irgendwelche Grenzen aufgebaut werden. Ich hoffe, dass da auf jeden Fall ein Abbau der Grenzen stattfindet und generell mehr Offenheit zwischen den Kulturen. Was ich den Studenten hier an der Hochschule oder allgemein mitgeben möchte, ist, dass man die Zeit während des Studiums nutzt. Natürlich Zeit für das Studium zu verwenden, aber auch sich nebenbei zu engagieren, die zahlreichen Möglichkeiten an den Universitäten nutzt, wie zum Beispiel hier die Ressorts, und einfach neue Leute kennenlernt, neue Erfahrungen macht und sich Dinge anschaut, die man vielleicht im alltäglichen Leben nicht unbedingt mitbekommen würde. Hier an der Hochschule gibt es ja das Ethikum und ich finde, kann auch jeder gerne mal gucken im Relaxed unter Studieren Plus ist dort das Angebot und die Resonanz von der Wirtschaft ist auch, was ich bis jetzt mitbekommen habe in Gewerbungsgesprächen, dass es sehr positiv aufgefasst wird und ja, schaut einfach mal vorbei. Ich möchte jeden ermutigen, egal in welchem Alter, sich noch zu entschließen zu studieren, denn es ist eine große Bereicherung des Lebens. Für mich ist wichtig, dass jeder Mensch Zugang zu Bildung hat. In unserem Schulsystem wird nicht immer jedes Talent erfasst, einfach weil die Fächer nicht angeboten werden oder weil es im Verlauf, sozusagen dem schulischen Verlauf, einfach nicht rauskommt. Das bedeutet aber nicht, dass er für dieses Thema nicht geeignet ist oder sich einfach dieses Thema weiter zu vertiefen. Musik